Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin die Sherry und ich habe euch heute einen neuen Lesemonat. Und zwar sind wir bereits im Juni angelangt, respektive jetzt ist Juli, also gibt es den Lesemonat Juni. Und der war wie alle Monate in diesem Jahr irgendwie nicht ganz so gut wie das letzte Jahr, aber trotzdem okay. Ich habe nämlich 7 Bücher gelesen. Das waren 3243 Seiten. Es war nur ein Buch auf Englisch und 6 auf Deutsch. 4 davon waren Fantasy-Bücher und 3 Romane. Und die gesamte Wertung, die war 3,92. So, davon waren übrigens 2 Bücher Rereads. Und dann legen wir doch gleich mal los. Ich habe die Hälfte der Bücher leider bereits nicht mehr hier in Händen. Deswegen zeige ich euch mal wieder mit diesem Super-Handy die Covers. So, das erste Buch, das ich diesen Monat gelesen hatte, war Die Tribute von Panem, das Lied von Vogel und Schlange von Susanne Collins aus dem Oettinger Verlag. Das ist der neue Panem-Teil, respektive es ist die Vorgeschichte zu Die Tribute von Panem und spielt, oh Gott, viele Jahre vor Panem. Es spielt 10 Jahre nach diesem Krieg. Und zwar sollte Präsident Snow die Hauptperson, ist Präsident Snow die Hauptperson. Er heißt mit Vorname Coriolanus. Und ich habe das Buch in einem Buddy-Read gelesen mit Freundinnen von mir. Mit Rahel, Fiona und Janine war das, glaube ich. Und wir haben uns köstlich amüsiert ab der Namenswahl von Frau Collins. Ich war sehr, sehr, sehr gespannt auf das Buch. Ich habe mich richtig gefreut, weil ich fand die Tribute von Panem damals echt toll. Ich bin da damit so richtig in dieses Jugendbuch reingeschlittert. Und das war so das erste Buch, das auch Freunde von mir gelesen haben, die nicht unbedingt so viel gelesen haben. Und ich weiß, das ist für mich war das so der Beginn. Es war nicht Harry Potter unbedingt, es war wirklich die Tribute von Panem. Ich habe die ja letztes Jahr gereadet auf Englisch und war deshalb wirklich vorbereitet auf den neuen Teil. Ich fand ihn gut. Ich bin einfach mit den Figuren nicht ganz so warm geworden. Ich fand halt Coriolanus nicht wirklich ein toller Charakter. Ich fand auch das Mädchen, also die Hauptperson, ich sehe gerade, ich habe gar nirgendwo meine Fazits aufgeschrieben. Na, dann sauge ich mir die mal aus den nicht vorhandenen Ärmeln. Ich habe 4 Sternchen gegeben. Fand es wirklich eigentlich sehr spannend, mega cool, auch mehr vom Kapitol zu erfahren, mehr so zu sehen, wie die Anfänge der Hungerspiele waren, was damals noch für Regeln geherrscht haben und was da auch so für ein Standard war. Das fand ich richtig, richtig spannend. Aber ich habe die Figuren einfach nicht so gefühlt. Dann wiederum muss ich auch sagen, dass ich bei der ursprünglichen Trilogie die Figuren auch nicht wirklich gespürt habe. Mir gefiel damals da einfach so die ganze Geschichte, die Idee dahinter. Das fand ich so spannend. Das war hier auch gut, aber ob es jetzt wirklich ein Muss war, aber spannend fand ich es auf jeden Fall. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, kommt da noch ein Teil oder war es das? Weil ich hätte genug Fragen. So. Das nächste Buch, das ich dann gelesen habe, das war Wie is for Virgin von Kelly Oram aus dem One Verlag. Das Buch ist auf Deutsch. Ja, das wurde übersetzt, meinte ich. Und es hat von mir 2 Sternchen bekommen. Das sage ich gleich schon mal so. Ich war mega gespannt auf das Buch. Ich fand es total ansprechend von der Inhaltsangabe. Es geht ja darum, dass sie eigentlich Jungfrau ist und erst Sex haben möchte nach der Heirat. Und das ist ja auch alles okay. Aber dann kommt so ein... ihr Freund macht Schluss deswegen mit ihr und dann macht sie eine Szene. Und diese Szene kommt online und die geht dann viral. Und ein guter Szene, super... Rockstar, Bad Boy sieht das und ist dann mega interessiert an ihr. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass sie Jungfrau sein möchte. Ich fand den Grund, weshalb sie Jungfrau sein möchte, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich fand ihn leider, den Typen, total komplett unsympathisch. Ich fand, sie hatten auch gar nicht wirklich Szenen miteinander und wenn er vorgekommen ist, dann wollte er einfach nur
sie flachlegen und er hat sie so auf ihr Äußeres reduziert. Das hat mir so nicht, also es hat mir einfach nicht gefallen, diese fünf Worte, die die beiden im ganzen Buch miteinander wechseln, fand ich einfach zu wenig. Dann hatte sie eine beste Freundin, wo ich die Freundschaft stand da mehr im Fokus als die Liebesgeschichte und ich fand diese Freundschaft nur mega schrecklich dargestellt. Allgemein hat sie die ganze Zeit auch, es war für mich wie gar keine Liebesgeschichte und ja, ich weiß, es gibt einen zweiten Teil, aber irgendwie dachte ich, es gibt ja eine Liebesgeschichte und die kam irgendwie so nicht wirklich. Es ging wirklich mehr um diese Freundschaft und darum, dass sie Jungfrau sein will. Und sie selber ist einfach eine mega unsympathische gewesen, das habe ich so empfunden. Auch wie sie andere Leute, die halt schon Sex hatten, runtergemacht hat, das fand ich... Ich fand einfach ihre Wortwahl, ihre Gedanken sehr oft nicht ganz so okay. Ich bin wirklich nicht warm geworden damit und werde den zweiten Teil sicher nicht lesen, wobei ich davon ausgehe, dass in diesem Teil dann mehr Love Story vorkommen wird. Aber ich fand halt die Basis, wo die zwei schon aufbauen hätten sollen, das war einfach null, da war nichts vorhanden. Ja, sehr schade, weil ich habe mich eigentlich darauf gefreut. Das war für mich, also ich fand es nicht mal irgendwie toll geschrieben, also es hat mir wirklich nicht so gefallen. Dann das nächste Buch, das ich gelesen habe in einem Buddy Read mit Fiona, das war Never Let Me Down von Sarina Bowen aus dem Lux Verlag. Es ist auch eine deutsche Übersetzung und das sollte dann wieder mehr New Adults sein. Ah, ich habe ja keinen Fazit gemacht, das muss ich noch nachholen. Auch hier, wie bei dem vorherigen Band, habe ich mir mehr Love Story erwartet. Das andere, das war ja immerhin von One Verlag, da kann man sagen, okay, ist klar, hätte jetzt nicht unbedingt Liebesgeschichte sein müssen. Aber von Lux habe ich mir schon mehr Love Story, mehr Erotik erwartet. Ich dachte, es ist mehr New Adult, aber es liest sich viel mehr wie ein Jugendbuch. Und es geht darum, dass sie ist die Tochter von der Mutter von einer Frau, und einem super bekannten Rockstar. Und die Mutter, die ist gestorben und der Rockstar, der Vater, nimmt sozusagen das Sorgerecht an und die Mutter hat aber nie irgendetwas über ihn erzählt und man meint eigentlich, dass sie ihn hasst. Und die Tochter steht halt jetzt so da und weiß nicht, wer dieser Mann ist und eigentlich möchte sie von ihm anerkannt werden, aber andererseits ist er halt ein Fremder und sie geht gleichzeitig ans College und dann gibt es da diesen Typen, diesen Nerd und der scheint, an den ist sie interessiert. Auch hier eben nicht die Love Story, die ich erwartet habe, es war mehr eine Vater-Tochter-Geschichte und das war eigentlich ganz niedlich und ganz gut. Also es hat schon Spaß gemacht, das hier zu lesen, es war besser geschrieben als Wheels for Virgin. Aber es war einfach nicht das, was ich von dem Buch erwartet hatte. Also ich habe hier einfach irgendwie eine Liebesgeschichte mit einer Prise Erotik erwartet und das war es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was da los war. Also das hier war wenigstens nicht schlecht. Ich habe 3 Sternchen gegeben, weil es einfach nicht das war, was ich eigentlich erwartet hatte. Ja. Dann als nächstes haben wir... jetzt wird es besser. Und zwar ein Reread. Wenn der Rabe ruft und Wer die Lilie träumt von Maggie Stiefvater aus dem Löwe Verlag, Band 1 und Band 2 und Band 3 und Band 4 werde ich dann hoffentlich im nächsten Monat im Juli noch lesen. Das sind Rereads von mir gewesen, weil ich die Reihe schon super ewig, mega lange wieder mal lesen wollte und ursprünglich wollte ich sie auf Englisch lesen. Ich habe mir auch die Englischen hier bereit gemacht, da steht jetzt noch die Cola drauf. Das ist der Band 1 und der Band 2, da steht die Cola, die nehme ich jetzt da nicht. Ich wollte die auf Englisch rereaden, weil ich hatte sie damals auf Deutsch gelesen und dachte, wenn ich schon die Englischen habe, würde ich es spannend finden, wenn ich sehen würde, wie die im Original sind, weil meistens ist das Original ja besser als die Übersetzung. Dann habe ich hier angefangen, aber ich fand es relativ anstrengend geschrieben. Ich musste wirklich ganz viele Wörter auch nachschauen, ich bin nicht so reingekommen und ich fand auch die Figuren nicht ganz so sympathisch und irgendwann habe ich mir dann gedacht, tja, dann liest du halt hier im Deutschen weiter. Und dann bin ich aufs Deutsche zurückgeswitcht und schaue jetzt einfach immer mal wieder Dialoge oder
Szenen im Englischen nach, wo ich mir denke, oh, das wäre spannend zu sehen, wie das im Original ist. Aber jedes Mal, wenn ich dann nachschaue, denke ich, die zwei Damen hier haben etwas Besseres geleistet. Also ich finde wirklich, hier kommt der Mut, auf Deutsch kommt der Mut der Story viel besser rüber. Die Charaktere sind viel, die ganze Sprache ist irgendwie viel magischer als hier. Deswegen zum ersten Mal, liebe Leute, empfehle ich euch, die Bücher auf Deutsch zu lesen. Und ich empfehle euch die Reihe so oder so. Ich finde nach wie vor, finde ich es wahnsinnig schwierig zu sagen, worum es denn eigentlich geht, weil ich auch finde, dass der Klappentext hier null verrät. Ich habe ja mal ein Empfehlungsvideo dazu gemacht, da habe ich es auch nicht wirklich geschafft zu sagen, worum es geht. Es geht auf jeden Fall um Wahrsagerei, um Magie, um Freundschaft, um Liebe, um die Leylinien, um einen schlafenden walisischen König. Es geht um Träume und das Erwachsenwerden und das Leben und Zauberei. Und ich finde es einfach so toll. Es ist einfach, ich liebe die Figuren, ich liebe die Charaktere, ich finde die ganze Geschichte, ich liebe diese Freundschaft und diese Gruppendynamik. Ich finde es einfach so. Ah, dieser Film. Ich finde es so mega schön und eine so dicke, fette Herzensempfehlung von mir. Ich liebe die Bücher, ich liebe die Reihe und ich bin so mega gespannt, wie mir Band 3 und 4 jetzt gefallen werden, weil die beiden haben auf jeden Fall nochmals 5 Sterne von mir bekommen, weil sie auch beim Reread sagenhaft mega gigantisch oberphänomenal gut waren. Dann habe ich gelesen, jetzt habe ich das Buch da vorne vergessen. Tja, dann Moment. Da bin ich wieder. Als nächstes habe ich gelesen, zusammen mit Rahel, From Blood and Ash von Jennifer L. Armentrout. Das ist das einzige Buch auf Englisch diesen Monat. Und es ist High Fantasy. Und ja, es war okay. Ich wollte ja eigentlich, wie ihr alle wisst, nicht mehr unbedingt das nächste Buch von Jennifer L. Armentrout lesen, weil ich irgendwie fand, dass es mit den Jahren schlechter war. Die Beziehung von ihr und mir war einfach nicht mehr auf dem gleichen Nenner. Dann habe ich mit Rahel zufälligerweise dieses Buch online gesehen und wir so, hä, wusstest du, dass die ein neues Buch rausgebracht hat? Was ist das? Und dann haben wir ein bisschen geforscht und dann haben wir herausgefunden, das wollte sie eigentlich, das hat sie geschrieben, weil sie das schreiben wollte. Und das ist, sie wollte das sogar eigentlich selbst publizieren, aber jetzt ist es bei diesem 1001 Nacht irgendwie Press, ja, irgendwie 1001 Dark Nights Collection. Keine Ahnung, ich habe das nicht ganz verstanden, was das für ein Verlag ist. Hat sie das rausgebracht und ich fand einfach, das Cover sah mega schön aus. Ja, ich gebe zu, ich war da so ein Opfer. Und ich fand aber auch, der Klappentext klang cool. Es ist High Fantasy, wie schon gesagt, und es spielt in einer Fantasy-Welt und sie ist die Maiden, die den Göttern geopfert werden soll. Und sie ist Jungfrau und irgendwie möchte sie aber, sie ist so wohlbehütet und muss immer eine Maske tragen und das will sie eigentlich gar nicht und dann bekommt sie einen neuen Wächter, der super Hottie Wächter und da entsteht natürlich dann eine sexy prickelnde Love Story. Ja, und gleichzeitig gibt es da halt noch gute und böse Menschenwesen in dieser Welt, aber ich will jetzt auch nicht zu viel sagen aus Spoilergefahr, weil ich wusste nicht, in was für eine Richtung es wirklich gehen würde und bin positiv überrascht worden. Ich fand, es hatte zwischendurch seine Längen. Die Romance-Teile waren einfach irgendwie nur lächerlich, da musste ich oft eher lachen und dachte, was ist denn das? Aber die eigentliche Geschichte, so die Grundidee, fand ich richtig spannend und richtig gut und ich muss sagen, dass mir hier Jennifer Armentrout eigentlich wieder positiv überrascht hat. Habe ich schon gesagt, 3,5 Sternchen habe ich gegeben. Ich fand es solide und gut. Bin noch nicht ganz sicher, ob ich tatsächlich und wirklich weiterlesen möchte. Es war doch auch ein rechter Schinken. Und einfach für mich hätte man auch ein bisschen kürzen können. Ich würde es aber auf jeden Fall für alle Fans von Jennifer Armentrout oder auch von Sarah J. Maas empfehlen. Für mich hat es nämlich ganz viele Maas-Vibes. So, und jetzt hätte ich es beinahe noch vergessen. Dann geht es nämlich noch um das letzte Buch, das ich diesen Monat gelesen habe. Und zwar handelt es sich dabei um Can It Be Love von Mary Sue McNightingale aus dem Styx Verlag. Und ja, ich sag's gleich, das ist mein und Rahels Buch.
Wir haben das herausgebracht bei Book on Demand und ihr könnt das da bestellen. Ihr könnt das überall bestellen, wenn ihr wollt. Kleine Werbung am Rande. Und es ist eine New Adult Parodie. Und zwar geht es um Ellie, die kommt an die Oxville University dank eines Stipendiums, aber eigentlich hat sie dieses Stipendium gar nicht wirklich verdient. Und dann trifft sie da auf den mysteriösen, aber super sexy und bad boy Ken. Und der hat aber auch so seine Geheimnisse. Und was wird hier wohl alles noch passieren? Lest es in Ken and Be Love. Also ich habe das in einer Leserunde gelesen, die wir auf Instagram veranstaltet haben. Und es war einfach mega lustig, weil wir alle so viel Spaß dabei hatten, uns die Zitate hin und her zu schicken. Weil es einfach, es ist ja eine Parodie, also spielt es mit den Klischees und nimmt das ganze Genre ein bisschen auf die Schippe. Aber grundsätzlich ist es ein richtiger New Adult Roman. Und wir haben uns einfach köstlich amüsiert. Und ja, also das hat von mir, Überraschung, 5 Sternchen bekommen. Also wäre jetzt auch doof, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das hat nur 3 Sternchen bekommen. Nee, das ist das erste New Adult Buch, wo ich sagenhaft so phänomenal, mega gigantisch, super hyper, duper, duper, super gut fand. Mein absolutes Lieblings-New Adult Buch. Wobei es ja eine New Adult Parodie ist. Ja, auf jeden Fall war es das ja auch schon bereits wieder mit meinem Lesemonat. Dieses Kleid werde ich nie wieder anziehen, wenn ich irgendwo hinsetzen muss. Das ist ja richtig ärgerlich hier. Ja, der Flop des Monats war auf jeden Fall, ich zeige es euch gleich, falls es noch nicht so ganz klar war, welches das war. Der Flop des Monats war V's for Virgin von Kelly Oram, weil ich da einfach weder die Geschichte noch die Figur noch den Schreibstil wirklich toll fand. Und mein Highlight, ach komm schon, es muss einfach, Leute, es tut mir leid, aber mein Highlight war Can It Be Love von Marissa McNightingale. Es war wirklich mein Highlight, aber wenn ich dieses nicht wählen darf, weil ich parteiisch bin, dann würde ich natürlich die Raven Boys, also Wen der Rabe ruft, wählen, weil das einfach meine absolute Lieblingsreihe ist. Neben Red Rising, höher als Red Rising, also gerade jetzt würde ich sagen, besser als Red Rising. Ich bin gerade unsicher, aber ich will das hier, weil es mein Buch ist. Und ich mega happy bin. Wir haben alles wirklich selber gemacht, also wir haben alles selber geschrieben, alles selber lektoriert, den ganzen Buchsatz selber gemacht. Wir haben es selber vertrieben, Cover fast selber gemacht. Da haben wir einen Bekannten gefragt, ob der uns hilft. Und wir werden dann auch alle, einen Teil der Einnahmen, die wir machen, werden wir auch spenden ans Clean Ocean Project. Wir haben auch eine Internetseite. Ich verlinke euch unten alle Infos zu diesem Buch, weil, come on, ein bisschen Werbung muss ich schon machen. Ich bin... So, jetzt war tatsächlich noch der Speicherplatz voll. Also heute ist wirklich der Wurm drin, würde ich sagen. Auf jeden Fall, Can It Be Love. Alle Infos findet ihr unten in der Infobox. Die werde ich euch verlinken. Dann könnt ihr euch auf unserer Homepage schlau machen über das ganze Projekt Can It Be Love. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt oder wenn ihr das Buch auch lest. Und ich freue mich immer wahnsinnig über Feedback sowieso. Und ja, jetzt musste ich tatsächlich dieses ganze Video nochmal neu starten, nur damit ich euch Tüdelü sagen kann. Aber das ist ja auf jeden Fall sehr wichtig. Vielen Dank übrigens für das mega Feedback zu meinem Shelfie-Video. Das hat mich mega, mega fest gefreut. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Monat und wir werden uns dann wieder Ende Juli sehen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr könnt die Zeit genießen. Ich hoffe, alles läuft rund und euch geht's gut. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Yee-hoo!